Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, ich möchte euch ein kleines Tutorial zeigen. Ich bin ganz unvorbereitet. Die Idee kam mir, dass der Primus aus dem Forum fragte, wie man Lichtsteuerung machen kann. Wie ihr seht, steht ihr hier mitten auf meiner Baustelle im Light Dome. Da oben blinkt der Würfel schon vor sich hin. Aber das sollte jetzt erstmal nicht das Thema sein, sondern wir gehen jetzt einfach mal raus. Oder wir können es aber auch hier drin machen. Machen wir es drin oder draußen? Nee, machen wir es draußen. So, wenn ich jetzt meinen Ausgang finden würde. Überall blinkt und rappert. Ja, machen wir es da vorne. So, wir fangen mit einem einfachen Blinklicht an. Und zwar machen wir Folgendes. Wir bauen uns jetzt erstmal ganz schnell eine Wand. So. Wir nehmen uns einen elektronischen Schalter. Energie, und hier müssten die Schalter sein, jawohl, und zwar diesen Umkehr, automatisch Energieumkehrer, so heißt er. Oh, Brittstaubpferd, na, ist ja toll, ist ein tolles, bin toll, wieder toll vorbereitet. Mein Frachter ist da, dann machen wir so Folgendes, das sollte kein großes Problem sein. So, zack, zack, und jetzt aber. Also, wir nehmen den Energieumkehrer, pappen den irgendwo hin. Und nehmen als für das Licht halt eben, nehmen wir einfach hier so ein, meinetwegen so ein Tube, den wir jetzt einfach mal rot einfärben. So. Jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch verbinden. Das ist eine ganz einfache Geschichte von der Stromquelle in den Eingang, in den Energieumkehrer rein, aus dem Energieumkehrer raus zum Licht. Die Lampe leuchtet. Tut sie das? Ja. Und man schließt letztendlich diese beiden Sachen kurz. Und schon blinkt die immer in dem gleichen Takt. Ich möchte das jetzt elektronisch nicht erklären, warum das so ist, aber es ist eine ganz einfache Möglichkeit, ein Blinklicht zu bauen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir werden uns jetzt mal ein Lauflicht bauen. Dazu brauchen wir 1, 2, 3, ich nehme mal nur 3. Dazu kommt jetzt diese Beatbox. Wo war die denn jetzt? Die hier? Ne, die war hier. Die Beatbox. Die ich hoffentlich bauen kann. Ja. So. Die Lampen machen wir jetzt einfach mal, damit wir sie besser sehen können. Einmal in Rot, einmal in Orange. Einmal in die anderen Farben kann man nicht so toll sehen, wieder in Rot. So. Die Beatbox muss, dann brauchen wir noch letztendlich für jede Lampe brauchen wir einen Beat-Byte-Schalter. 1, 2, 3.
Die Beatbox braucht natürlich Strom. Und schon fängt die an zu rattern. Das machen wir jetzt mal aus. Wir öffnen das Teil mal. Wir wollen die ja nur als Sequenzer benutzen. Also hier kann man toll Musik machen, Snare, Schlagzeug, da kann man sich mal mit beschäftigen. Es gibt 4 Takte, in denen halt eben verschiedene Musiken stattfinden können, in verschiedenen Ausführungen, Envelopes und sowas. Soll jetzt nicht das Thema sein, wir löschen das Ganze und geben dem hier meinetwegen jetzt erstmal eine Beat per 50 Takte der Minute ein. So, das war's ja eigentlich schon. Mehr müssen wir hier nicht machen. Wir fangen jetzt an und verbinden erstmal Strom zu diesen Schaltern hin im Eingang. Und dann im Ausgang jeweils ein Schalter zu einer Lampe. Und jetzt müssen wir noch das Beatbyte-Kabel legen. Einmal nach da. Einmal nach da. Einmal nach da. Man kann auch von hier und dann einfach so runtergehen. Das ist euch selber überlassen. So, ihr seht. Hier ist Strom da, blau. Hier ist noch rot. Also müssen wir jetzt den Beatboxen sagen, den Beatschaltern sagen, was sie tun sollen. Und dazu sagen wir, dass die erste Lampe soll auf Takt 1 laufen. Machen wir die Taschenlampe aus. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ich bin jetzt zu schnell, egal, aber ihr merkt schon, die zweite machen wir meinetwegen dann auf den zweiten Takt. Und die dritte auf den dritten Takt. Jetzt habt ihr ein Lauflicht. Was ihr mit den Beat per Seconds hier über das Beatbyte-Gerät, könnt ihr das jetzt schneller machen. Machen wir mal auf 100. So. Jetzt läuft das schneller. Jetzt können wir aber Folgendes machen. Und somit sind da unendlich viele Möglichkeiten, oder viele Möglichkeiten, nicht unendlich, aber viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt nur 3 Takte belegt. Jetzt sagen wir hier dieser Box, dass sie im Takt 4 angehen soll. Dieser Box sagen wir auch Takt 4. Und der unteren Box auch Takt 4. So, und jetzt haben wir nämlich Folgendes. Takt 4 gehen sie dann alle an. Seht ihr? Danke, dass es ein bisschen dunkler wird. Ich mach's noch mal langsamer. Dass es ein bisschen besser sichtbar ist. Machen wir mal, gehen wir mal auf 30, 35 runter. Das ist ganz langsam. Früh. Zack, alle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und so weiter und so fort. So könnt ihr euch also ganz leicht Sequenzen selber machen. Und ja, da bin ich gerade oben in meinem Dome am Werken und am Machen und am Tun. Mal sehen, wohin die Reise da geht.
Alles klar. Ich hoffe, ich konnte euch kurz helfen. Bin dann mal weg und sage auf Wiedersehen.